Fall so, ey. Das sollte so sein, nicht ablaufen. Sag mal, kannst du mir das erklären? Was ist hier eigentlich los? Uns erklären, das Kamerateam gehört zu uns. Was ist hier los? Die Privatdetektive Sandra Fuchs und Nico Hartmann haben es heute mit einem Beziehungsfall zu tun. Sie sind auf dem Weg zu ihrer neuen Auftraggeberin Jana Bürger. Die 28-jährige Hausfrau ist verzweifelt. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns auch beeilt. Es scheint wichtig zu sein bei Ihnen. Ja, Fuchs, sehr wichtig. Hi. Hartmann, ja. Frau Bürger. Kommen Sie bitte rein? Ja. Ja. Was ist denn eigentlich Ihr grundsätzliches Problem oder Anliegen an uns, Frau Bürger? Ja, es geht um meinen Freund Thorsten. Schmale heißt er. Mhm. Also ich bin mit ihm jetzt so circa 4 Monate zusammen. Ja. Also eigentlich sind wir total ineinander verliebt. Wir waren glücklich, alles. Mhm. Und er hat vorher in einem Apartment gewohnt, mhm, ist jetzt hier zu mir in eine Wohnung gezogen. Okay. Aber seit kurzem ist er irgendwie total komisch geworden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich betrügt. Mhm. Eigentlich wollten wir zusammenziehen. Bloß wenn ich ihn irgendwie mal was vorschlage, irgendwas sehe, eine Annonce oder so, also wimmelt er immer ab. Oder wie? Sie wollen in eine neue? Ja, eine größere, weil die hier ein bisschen, siehste, jetzt macht's einen Schuh. Okay, ein bisschen klein ist. Ich spüre das einfach, ja, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und wir haben auch ein gemeinsames Konto. Aha. Ah, jetzt kommt's. Und, jetzt wird's interessant. Da fehlen monatlich immer 100 Euro. Und ich habe ihn auch schon gefragt, warum er da immer 100 Euro monatlich abbucht. Er meint, er braucht das, weil er arbeitet im Friseursalon, mhm, für die Utensilien. Aber die, ja, werden ja eigentlich gestellt. Der Arbeitgeber stellt das. Okay. Es kann sein, dass er auf irgendwas spart. Das kann es natürlich sein, will sie überraschen. Kann natürlich aber auch Ihre Befürchtung sein, ja, das glaub ich, dass er das irgendwie anspart für was anderes. Jana Bürger ist verunsichert. Die junge Frau vermutet, dass ihr Freund Thorsten fremdgeht. Sie war ruhig, sie wusste so nicht, was sie sagen sollte. Sie musste sich selber erst mal ein bisschen sammeln, bis sie uns wirklich richtige Infos geben konnte. Ja, wirklich nachvollziehen konnte ich einige Sachen, zum Beispiel nicht das mit gemeinsamem Konto. Das ist eine gefährliche Sache, weil wenn man dann irgendwann doch mal Stress hat oder Ärger hat mit dem Partner, der kann abheben und kann sich einfach absetzen. Am nächsten Morgen starten die Detektive mit ihrer Observation und positionieren sich vor Thorsten Schmales Arbeitsstelle. Der Beobachtungsposten ist jedoch nicht ideal. Ganz ehrlich, ne? Von hier kriegen wir einen Scheiß mit. Das ist wirklich wahr. Ich meine, wir können jetzt nur, ich kann gerade mal ein bisschen in den Laden reingucken, das ist gar nichts. Hm. Weißt du, was ich nämlich denke? Du hast noch ein Gut wegen letztes Mal, wo sie dir die Haare so versaut hat bei den anderen Fall. Weißt du das noch? Sah echt schlimm aus. Das sah ja aus, als hätte ihr Metzger die Haare gemacht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal gut, du hast jetzt ein Gut. Kannst du noch mal rein? Hm. Und ich denke mal, die machen das vernünftig. Das probieren. Hoffen wir mal, dass sie es vernünftig machen. Ja, weil dann kriegen wir vielleicht auch eine Info. Ja, natürlich. Das können wir einfach. Das machen wir einfach. Ausgestattet mit versteckter Kamera will Sandra Fuchs in den Salon, um mehr über die Zielperson in Erfahrung zu bringen. Ihr Kollege beobachtet das Geschehen währenddessen über den Monitor. Hallo, Fuchs mein Name. Hi. Ich habe jetzt zwar keinen Termin bei Ihnen, aber ich habe heute echt ein so wichtiges Date und ich hätte gerne Hochsteckfrisur. Geht das? Kriegen wir hin, na klar. Oh, es ist cool. Ja, wir ablegen oder wie machen wir? Oh, mir ist so kalt, ich würde es gerne anlassen. Dann gleich durch, am besten Platz nehmen. Sehr schön. Einfach nur so ein bisschen hochstecken, ja? Ja, einfach mal was anderes, weil immer die Haare offen, das ist ja auch totlangweilig, ne? So, da haben wir ihn. Das ist jetzt so kurzfristig ging, das ist ja klasse. Thorsten, Thorsten, stopp, nein. Mann, ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, das ist die falsche Flasche. Mann, wie oft noch? Hier, die muss nicht vor den Kunden. Wir reden später drüber. Später, wann? Nach Feierabend. Nach Feierabend, ja. Mann, ey, kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Er macht nichts, ist ein Lehrling noch wahrscheinlich, nee, ne, oder? Ist ein ganz normaler Mitarbeiter. Ist auch ein ganz, ganz lieber, netter Kerl. Aber naja, Fehler passieren, machen wir alle mal, ne? Kennen sich dann näher. Na, ist ein ganz netter und lieber Kerl, ne? Ja, ach so, okay. Ne. Okay, Sandra macht's geil. Sandra spielt ihn jetzt an und sagt, was ist denn mit, ist der neu hier oder was? Ja. Da sind sie ja! Oh Gott, was ist das? Schauen Sie sich mal an, was Sie angerichtet haben. Tut mir leid. Ich sehe aus wie Pumuckl. Sie haben mir die Haare total versaut. Entschuldigung. Was die Chemikalien vermischt. Entschuldigung. Wie Entschuldigung. Ich werde es gleich in Ordnung bringen. Tut mir leid. Gut machen. Entschuldigung. Lass Sie nicht mehr an meine Haare ran. Entschuldigung. Sie werden von meinem Anwalt hören. Ja. An Thorsten. Kann ich so weitergehen? Jetzt kommen hier schon die Kunden an und beschweren sich. Jetzt geht da noch mal ein Anschiss. Was ist denn da los, ey? Der arme Bengel, ey. Tut mir leid. Also ich weiß, Sie können ja nichts dafür, ne? Aber es ist, glaube ich, besser, wenn ich jetzt doch in einen anderen Friseursalon gehe, ne? In den nächsten Stunden gibt es keine weiteren Vorfälle.
Nach Feierabend verlässt Thorsten Schmale den Salon zusammen mit seiner Kollegin. Die Detektive verfolgen beide quer durch die Stadt. Da, wir sind da bei der Bank. Bleib du mal hier, ich mach ein paar Fotos. Ach, in der Bank? Ja, da. Okay. Sauber, ja, Sandra macht gleich Fotos. Guckt euch das an. Eine schicke Geldübergabe. Alles drauf? Ja, hier, schau, Umarmung. Schau, das Küsschen habe ich nicht mehr drauf. Und hier die Übergabe. Siehst du, zählst du gerade das Geld? Alles, alles. Ja, so sauber. Muss sein. Am nächsten Tag sind die Ermittler mit der Auftraggeberin Jana Bürger verabredet. Kann sie ihnen vielleicht Näheres zu Thorstens Arbeitskollegin sagen? Sie hatten uns ja die Information gegeben, dass wir wohl mal beim Friseursalon, wo Ihr Mann ja, oder Ihr Freund besser gesagt, arbeitet, einfach mal ansetzen sollten. Das haben wir auch gemacht. Ich habe mich dort als Kundin eingeschleust. Jana Bürger ist geschockt. Ihr Freund umarmt auf dem Foto eine ihr unbekannte Brünette, der er auch noch Geld gibt. Für die 28-Jährige steht fest, sie ist Thorstens Affäre. Das kann auch einfach nur ein Tschüss gewesen sein. Das kann einfach nur sein, dass er sich Geld geliehen hat. Ja. Wir müssen das einfach faktisch sehen. Wir müssen einfach rauskriegen, ob das jetzt wirklich nur geliehen ist oder das einfach nur freundschaftlich ist. Die Detektive machen sich gleich wieder an die Arbeit. Gegen Mittag folgen sie Thorsten Schmale und seiner Arbeitskollegin zu einem Imbiss. Nico Hartmann geht ihnen mit versteckter Kamera hinterher. Was? Das würde ich schön finden, aber ist ja bald. Wird ja vielleicht ein bisschen wärmer wieder. Was ist eigentlich mit der Wohnungssuche mit Isabel? Ja, da haben wir morgen einen Termin. Morgen? Beim Makler, ja. Dann guckt ihr euch Wohnung an. Schauen wir uns dann geht es ja auch mal voran, wa? Hat er der das jetzt auch erzählt? Aber warum? Was zum Essen? Es gibt ganz viel Pizza. Jetzt liest sie ihm auch noch die Speisekarte vor. Was mit einer Currywurst? Naja, auch nicht, nee. Nein? Hast du keinen Hunger? Die sorgt sich voll um den. Aber Thorsten, du musst unbedingt mit deiner Frau sprechen. Du musst dir endlich die Wahrheit sagen. Ja, das habe ich schon 100 Mal probiert. Wegen was? Was soll er der Frau denn sagen? Dass er jetzt ein Verhältnis hat? Naja, wird schon. So, warte mal. Aber das ist auch ein ganz komischer Typ. Ich habe keine Ahnung. Der hat null Emotionen. Kein Problem. Ja, tschüss, bis gleich. Einer von uns beiden muss in den Salon. Ich gehe einfach. Nee, erst du, mach in Ruhe. Nee, ist okay. Ach so, jetzt muss er in den Salon gehen oder was? Und er bleibt jetzt da allein. Hallo. Hallo. Haben Sie Currywurst? Ja. Ja, dann eine Currywurst. Zum Essen, ja? Zum Essen, ja. Jetzt fragt er, ob Sie eine Currywurst haben. Und er sagt, ja, das hat sie ihm doch vorhin vorgelesen. Entschuldigung. Die Ermittler wundern sich über das merkwürdige Verhalten der Zielperson. Tag 3 der Observation. Die Detektive tappen noch immer im Dunkeln. Unterstützung bekommen sie heute von Sekretärin Pamela Sommer. Die Ermittler können beobachten, wie sich Thorsten Schmale vor dem Maklerbüro mit einer weiteren attraktiven Frau trifft. Und es wird noch kurioser. Sie verbindet ihm den Arm. Ich verbinde mir doch nicht den Arm, um dann zum Immobilienmakler zu gehen, um mir eine Wohnung auszusuchen. Damit die Tarnung der Privatdetektive nicht auffliegt, folgt dieses Mal Pamela Sommer der Zielperson. Schönen guten Tag. Ich habe gerade Kundschaft. Wenn Sie einen Augenblick sich gedulden würden, das dauert auch nicht lange. Ja, natürlich, ich setze mich hin. Das wäre sehr nett. Erstmal vielen Dank. Das hier zum Beispiel wäre ein richtiges Schmuckkästchen für Ihre Freundin. Haben Sie, ich habe sogar noch ein zweites, wenn Sie das interessieren würden. Drei Zimmer. Drei Zimmer, sehr interessant. Ruhig und zentral gelegen. Mit Balkon. Also optisch sieht es ja ganz gut aus. Kindergarten in der Nähe, Thorsten? Die suchen sich jetzt anscheinend eine gemeinsame Wohnung. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Wenn Sie vielleicht so freundlich wären, Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Ich mache das schon, ja. So, das kann ich natürlich nicht machen mit dem Arm, ne? Das tut mir weh. Das lassen wir die Frau machen. Nach wenigen Minuten ist der Maklertermin beendet. Der nächste Morgen. Während Thorsten Schmale im Salon arbeitet, treffen sich die Ermittler mit der Auftraggeberin, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.
bin ich ja mal gespannt. Ja. Wir auch auf Ihre Reaktion. Aber doch auch, dass Sie uns ein bisschen weiterhelfen, ne? Machen wir am besten mal hier gleich am Tisch. Ja, ich hoffe, ich auch mal hin. Das sind zwei Videos, die wir Ihnen jetzt mitgebracht haben. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Bitte mal anschauen. Ja. So. Und da haben wir sie. Hören Sie genau hin auch. Ja. Das ist ja schon wieder seine Arbeitskollegin. Genau. Wohnungssuche mit Isabelle. Das ist Isabelle, ist seine Ex-Freundin. Sie liest mir jetzt auch die Karte vor, ne? Das haben wir immer zusammen gemacht. Das war immer unser kleines Spielchen. Ich habe ihm immer aus Spaß die Karte vorgelesen, weil er das immer so gern mochte. Hm? Welche Wahrheit denn? Ja. Also? Das ist eben die Sache, wo wir auch nicht wissen. Für mich ist das schon der Beweis, dass sie was miteinander haben. Und mit der Isabelle hat er auch noch was. Ja, aber das eigentlich ja, aber gucken Sie sich mal verhalten an. Ich finde das komisch. So würde ich nicht mit jemandem sitzen, den ich mag. Ich finde das. Wer weiß. Das passt nicht zusammen, obwohl es passen vielleicht sollte. Vielleicht haben sie ja nur eine kleine Affäre miteinander. Ja, aber die Kollegin, die verschwindet jetzt auch wieder. Und jetzt kommt dann ja die Bedienung hier an. Ja, und die hat. Sie hat ihn ja vorgelesen, hier bla bla, Currywurst, bla bla, den ganzen Scheiß durchgelesen. Ja. Und dann meinte man, nee. So, jetzt aber. Er mag ja auch keine Currywurst. Das ist klar. Überhaupt nicht. Haben Sie es gerade gehört? Wieso bestellt er sich den Currywurst? Ich hab grad gehört, ja. Er mag keine, er bestellt sich die trotzdem. Was ist das? Wenn ich nicht weiß, ich hab das schon zu meiner Kollegin gesagt. Ich sag, wenn man nicht weiß, was man essen soll, dann liest man sich das vorher vernünftig durch. Und dann guckt man weiter. Also das ist sowas von merkwürdig. Wir machen gleich das weiter hinten dran. Es geht noch weiter. Wir sind jetzt hier beim Immobilienmakler. Da ist Ihr Freund und diese Dame. Das ist sie doch, das ist doch Isabelle. Das ist die Ex. Meine Ex. Das ist arg. Schön. Ein riesiges Schmuckkästchen? Für Ihre Freundin. Ich kann das wirklich nicht glauben, dass der mich so hinters Licht führt. Für Jana Bürger bricht eine Welt zusammen. Die Hausfrau ist von der Untreue ihres Freundes überzeugt. Die Detektive sehen das anders. Noch fehlen stichhaltige Beweise. Im Endeffekt haben wir viele Informationen, die wir weitergeben können, nichts Genaues. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir machen weiter, damit wir hundertprozentig unserer Auftraggeberin eine Information für sich selbst auch geben können. Am Abend können die Ermittler beobachten, wie sich Thorsten Schmale erneut mit seiner Ex-Freundin Isabelle trifft. Die Detektive folgen ihnen unauffällig. Weißt du, was wir machen? Wenn die drin sind, ne? Würde ich sagen, gehst du mal hin? Schleichst mal ins Klingelschild, weißt du? Ja, mach komm. Alles klar, gucken wir mal. Und ich rufe die Auftraggeberin mal an. Ja, das kannst du machen. Um herauszufinden, ob Thorsten Schmales Ex-Freundin tatsächlich hier wohnt, überprüft Nico Hartmann erst das Klingelschild. Währenddessen benachrichtigt Kollegin Sandra Fuchs die Auftraggeberin. Bis gleich. Was steht denn? Na, wo erkennen wir? Also wohnt die jetzt da? Isabelle, die Ex. Guck dir das an. Ich habe die Auftraggeberin angerufen, die hat gemeint, sie hat Zeit. Alter, sie wird vorbei. Zu diesen da oben, könnt ihr die sehen? Der Verdacht der Untreue erhärtet sich. Thorsten Schmale und seine Ex-Freundin wirken sehr vertraut. Was er nicht ahnt, in wenigen Minuten trifft seine Freundin Jana ein. Hallo, erstmal schön, dass Sie da sind. Wir fangen mal ganz schnell von vorne an. Hier mit dem Auto ist die Ex-Freundin und ihr Freund hier in das Haus rein. Mein Kollege hat's gecheckt. Die wohnt da. Wie bitte? Und ihr Freund ist da drin. Wir haben hier oben auch gesehen, wie sie sich umarmt haben. Ja. Also, Frau Bürger. Oh, nee, so ein. Jetzt müssen wir eigentlich ja was jetzt machen. Ne? Ja, Entschuldigung. Ja, da muss ich sofort hoch. Wir gehen zusammen hoch. Ja, aber seien Sie jetzt bitte nicht überstürzt, weil sonst war das hier wieder umsonst. Sandra Fuchs versucht, die Auftraggeberin zu beruhigen. Doch die ist auf 180. Sie rechnet fest damit, ihren Freund in Flagranti mit seiner Ex-Freundin zu erwischen. Die Leute haben Manieren, Alter. Hier kann ja jeder Idiot rein. Hallo! Was ist denn bei so, ey? Sag mal, kannst du mir das erklären? Was ist hier eigentlich los? Wir werden uns erklären, das Kamerateam gehört zu uns. Was ist hier los? Was bist du bei Isabelle bei seiner Ex oder was? Hallo? Da läuft nichts, glaub mir. Da ist was soll ich denn da denken? Es ist nichts Schlimmes. Frau Bürger, ich glaube, wir sollten uns erstmal klären, bevor wir hier eine Wohnung stürmen. Ja. Wir sind von der Detektei Stahl. Nico Hartmann ist meine Kollegin. Das ist unsere Auftraggeberin. Okay, also total. Der Mann stand im Verdacht, dass er wohl fremd geht. Also hast du was mit ihr, oder? Nein, ich habe nichts mit ihr. Ja, was willst du denn hier? Und was sind das überhaupt hier für Bücher? Was ist denn hier los? Ich sag dir es. Jana, sie bringt mir Lesen und Schreiben bei. Wie, sie bringt dir Lesen und Schreiben bei? Ja, ich bin Analphabet. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Wieso wusste ich das nicht? Ich habe das jahrelang verschwiegen. Ich
bin auf die Grundschule gegangen, dann gleich danach auf die Sonderschule. Und sie hat mir geholfen, sie hat mir die ganze Zeit geholfen, Unterschriften zu fälschen, Zeugnisse zu fälschen. Moment, dann haben wir aber folgende Frage. Warum gehen Sie dann mit ihr zum Immobilienmakler? Ja. Sie können sich doch Häuser selber angucken. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder Wohnungen. Ja, also ne, sie war jetzt die ganze Jahre meine Bezugsperson. Ja. Sie hat mir geholfen bei allem. Deswegen auch mit der Hand? Mit der Hand, ja. Das sind so meine Tricks. Oh, ich bin total erleichtert, dass er mich eben nicht betrogen hat. Dass er Analphabet ist, ist natürlich nicht einfach für mich. Aber ich meine, ich liebe ihn und unterstütze ihn natürlich dabei. Was ist mit der Friseurkollegin? Ich hätte dich deswegen doch nicht verlassen. Ja. Entschuldigung, aber wir wollen für uns auch mal einen Kreis schließen. Ja. Was ist mit ihrer Friseurkollegin, die wir ja beim Essen gesehen haben, wie sie Ihnen die Karte vorgelesen hat? Die hilft mir bei der Arbeit. Ja. Weil ich war ja drin, die Friseursalon. Das Geld war Schweigegeld. Damit, aber wieso hast du mir denn nicht die Wahrheit gesagt? Ich hätte dich doch nicht deswegen verlassen. Frau Börger, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal. Entschuldigung, dass wir hier reingestürmt sind. Und danke dir nochmal, dass du mir geholfen hast. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Das ist jetzt eine Sache, die Sie vielleicht zu zweit oder zu dritt klären. Okay, ich helfe dir jetzt. Machen Sie es noch gut. Vielen Dank. Ich fand Ihnen, dass wir so verständnisvoll hier alles aufnehmen. Ja, also, sag nochmal, das ist schon als Ex. Und in Zukunft, ehrlich, ne? Ja, jetzt erklären sich auch die ganzen Dinge, die wir hier erlebt haben. Dass er sich die Hand auf der Straße hat verbinden lassen, als er zum Immobilienmakler gegangen ist und dann auch noch seine Ex-Freundin hat unterschreiben lassen. Seine Friseurkollegin liest ihm im Restaurant die Karte vor. Ist ein wahrer Überlebenskünstler, muss man einfach mal so sagen. Er muss sich irgendwie durchs Leben so schleusen und er schafft es.